Hallo, liebe Networker-Kolleginnen und Networker-Kollegen. Thomas Hinze hier. Ich hoffe, euch geht's gut. Schön, dass ihr euch kurz die Zeit nehmt und hier reinschaut. In diesem Video möchte ich mal eine ganz simple, eine ganz einfache Marketingstrategie zeigen, mit der man einfach konstant neue Kunden für sein Produkt, für sein Network-Geschäft gewinnen kann. Und zwar geht's halt über, ja, mit YouTube. Ja, eine YouTube-Marketingstrategie. Wenn du mich schon ein bisschen verfolgst, ein paar Videos vielleicht schon von mir gesehen hast. Ich bin ein großer Fan von YouTube Marketing. Sage das halt immer wieder, empfehle das weiter, macht YouTube Videos und gewinnt darüber neue Kunden, neue Teampartner, baut darüber neue Kontakte, neue Verbindungen auf, weil es funktioniert halt auch immer und immer und immer wieder. Ja, und das Besondere ist halt, es spielt keine Rolle, in welchem Unternehmen du tätig bist, welches Produkt, welche Dienstleistung du vermarktest. Es funktioniert wirklich für alle Bereiche. Ja, und so auch gestern wieder bei mir. Ich bin jetzt hier gerade schon mal in meinem E-Mail-Postfach, hier vor 11 Stunden. Der Dominik hat mir eine E-Mail geschrieben: Hey Thomas, habe auf YouTube dein Video über Rain gesehen. Ich würde die Produkte gerne probieren bzw. bestellen. Möglichst flott. Weil ich bin überzeugt von den Produkten. Melde dich, liebe Grüße, Dominik. Ja, also hier eine ganz klare Aufforderung. Hier droht Umsatz. Ja, ich habe hier womöglich einen neuen Kunden für dieses Produkt gewonnen. Und wie gesagt, es funktioniert halt immer und immer wieder und nicht nur für diese Art von Produkten. Ja, und ich gehe mal ganz kurz rein in dieses Video und möchte dir mal zeigen, wie nachhaltig und ja, welche Power hinter dieser YouTube-Video-Marketing-Strategie steckt. Ja, also, ich habe hier dieses Video gemacht und habe hier einfach mal meine Erfahrungen über diese Produkte Soul und Core geteilt. Ja, wie war der erste Eindruck? Wie schmecken die? Was habe ich erfahren? Ja, ein paar Informationen geliefert. Das Ganze hat 4 Minuten gedauert. Ja, mit Hochladen vielleicht, keine Ahnung, 10 Minuten insgesamt. Mittlerweile haben jetzt hier über 5000. Ja, also kamen hier 5.300 Aufrufe zustande. Ja, 7 Leute mögen das, 8 Leute nicht, ja, aber ganz egal. Und ja, immer und immer wieder kommen Anfragen rein: Hey Thomas, kannst du mir noch ein paar Informationen dazu geben? Wo kann man das bestellen? Was ist da drin? Ja, was ist das genau? Und so kommt man halt mit den Leuten ins Gespräch und kann darüber neue Kunden, neue Teampartner einfach gewinnen. Ja, und was jetzt ganz wichtig ist, ja, schaut mal hier unten. Ich habe das Video hier am 2.6.2016 veröffentlicht. Ja, heute ist der 17.12.2017, also gut 1,5 Jahre her. Und das bringt mir heute noch diese Kontakte, diese neuen Kunden. Ja, und das ist halt das Nachhaltige, was ich halt immer, ja, jedem empfehle: Macht YouTube-Videos. Ja, du machst einmal die Arbeit, du packst einmal dort Zeit rein, einmal Energie, womöglich einmal Überwindung, aber dann ist es halt online, ja, und dann kann das halt gefunden werden. Und was jetzt aus marketingtechnischer Sicht wichtig zu verstehen ist einfach Folgendes: Leute, die jetzt dich finden über YouTube, über Google, ja, die suchen in dem Moment nach einer Lösung, ja, für ein Problem, das sie haben. Ja, das muss man verstehen. Also die haben ein Problem, die geben jetzt hier ein, irgendein Keyword, ja, irgendein Keywörter, finden dich, ja, finden dein Video, du gibst die Lösung und dann sind die Leute halt einfach gewillt, dort Action zu machen, ja. Was heißt Action? Mehr Infos einzuholen, zu bestellen, ja, zu kaufen und so gewinnst du halt einfach neue Kunden. Und das ist halt zum Beispiel ein Unterschied auch zu Facebook, ja. Wenn du dort deine Informationen zu deinem Produkt postest oder ein Video machst, dann ist das nicht so, dass die Leute da speziell nachsuchen. Ja, klar, du kannst die Leute neugierig machen, kannst sie denn dort zu der Information führen, aber die Leute, die sind bei Facebook, weil sie halt irgendwelche Fotos sehen möchten von Freunden, irgendwelche Katzenvideos etc., die suchen nicht wirklich, die haben nicht wirklich ein Problem, das sie in dem Moment lösen möchten. Ja, wie gesagt, hier bei YouTube, die Leute geben ein, möchten halt Informationen, eine Lösung suchen, finden dich und das sind halt einfach ganz andere Vorzeichen. Ja, das muss man halt einfach verstehen. Also, du siehst halt,
da steckt eine Menge Power hinter, sehr, sehr nachhaltig und es funktioniert halt wirklich für alle Bereiche. Ich sehe das immer wieder, ja. Ich bin mit vielen Leuten vernetzt, die so arbeiten und all diese Leute gewinnen konstant neue Kunden, machen Kontakte, bauen neue Verbindungen darüber auf, neue Teampartner und haben halt einfach Erfolg. Wenn du dich für diese Marketingstrategie, YouTube-Marketing, Video-Marketing interessierst, dann schreib mir einfach eine E-Mail. thomashinze1@gmail.com ist meine E-Mail-Adresse. Schreib mir ganz kurz und ich sende dir eine PDF-Datei zu, in der du einfach ein paar Tipps bekommst. Ja, was musst du beachten? Wie findest du die richtigen Keywords? Ja, was musst du beachten beim Hochladen, dass du auch einfach vor die richtige Zielgruppe, die Leute, die speziell nach einer Lösung suchen, dort gelistet wirst und dann letztendlich darüber neue Kontakte, neue Verbindungen, neue Kunden, neue Teampartner für dich gewinnen kannst. Ja, also einfach kurze E-Mail schreiben, ich sende dir dann diese PDF-Datei zu und dann kannst du dir dort die Informationen holen. Das war's von mir. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Spaß, viel Erfolg und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.